Hallo und willkommen zurück zu Schöninjas Let's Plays und Tales of Zestiria. Tja, lang ist es her und Star Ocean lag dazwischen. Doch ich bin durch und es soll auch mal weitergehen, dass ich auch dieses Let's Play zu Ende kriege. Ja, zuletzt sind wir im Alfred-Jagd-Gebiet angekommen und wollten als nächstes hier in die Ruinen rein. Da vorne war zwar eigentlich noch ein kleiner Boss, aber der soll wohl relativ stark sein. Da ist er, die Königin, die Spinnenkönigin. Die normalen Gegner sind hier alle so auf Level 35 gewesen, aber die Spinnenkönigin war, glaube ich, sogar 45. Deswegen ich erstmal die Ruine mache und dann mal gucke, wie es dann weitergeht, auf welchem Level ich dann bin. Da kommen Gegner an. Na los, vereint euch. Schade. Die hatten ja doch ganz schön viel aus. Ich dachte, das waren die gleichen wie draußen. Na gut, dann gucken wir mal, was uns hier so erwartet. Da geht's wieder raus, dann gucke ich erstmal hier lang. Da ist eine Sackgasse, aber da kommen wir ja mit unserer Sprintfähigkeit drüber. Und finden eine bronzene Kiste mit Pfirsichgummi. You were just waiting for me to pick you up, 17. War nicht ganz so wenig wie sonst. Na gut, ich gucke da erstmal lang. Das Gebiet sieht halt so groß aus. Obwohl, warte mal, ich hatte doch eine Karte. Da geht's also weiter. Wieder tiefer. Die ist ja fast so wie die. Wie hieß die andere? Geishir? Geishim? Geysir? Ruin? Orc groomer? What does it groom? You want to know? They take care of horses and. That'll do, thanks. Vor allem, warum sind die stehen geblieben gerade alle? Wegen der Erklärung. Das hat gerade schön viel Schaden gemacht. Aber da sieht man mal, dass die Gegner generell jetzt alle relativ viel aushalten, weil es ist kein einziger daran gestorben. Das Kampfsystem von Tales of Star Ocean war so viel besser. Das hier ist so langweilig und so schlecht gemacht. Auch das Skillsystem finde ich bei Star Ocean schon um einiges besser. Das mit den Rollen, das hat so viel Spaß gemacht, die Rollen zu leveln. Anstatt hier nur indirekt auf irgendwelche Attribute Einfluss zu nehmen. Dann lieber so entweder wie bei Star Ocean mit Rollen oder so wie bei Final Fantasy X mit dem Sphärobrett.
So, jetzt gibt es hier mehrere Wege. Da geht es scheinbar wieder nach oben, da hinten. Dann würde ich doch erstmal da lang gehen. So, vielleicht Erde? Nein, Feuer? Auch nicht. Blau war richtig. Es hat auch blau geleuchtet, glaube ich. Ich habe zu schnell gedrückt gehabt. Trank des Lebens und ein Dementer-Ernte. Demeter. Eine Waffe für Ätna, aber schwächer scheinbar. I've prepared the bottles. So, nächste Etage. Da ist wieder ein bisschen mehr. Aber da geht's auch schon wieder raus, also es gibt keine weitere. So, das leuchtet rot, dann ist da sicherlich was mit Feuer. Zwei Kisten, eine normale und eine silberne. Müdigkeitsschild und leeren Ring. Das war knapp. Okay. Schön ist es, wenn alle auf einer Ecke sind. Einer nicht ganz. Aber 3 bis 2. Oh nein, hab ich noch nichts gesagt. Ich sehe gerade. War sogar gut, dass ich hier hin bin, weil hier ist die Sackgasse. So, dich hatte ich jetzt hier noch nicht. Aber es sind, glaube ich, die gleichen, die hier draußen in der Ebene waren. Ja. Sonst hätten sie auch eigentlich was gesagt beim Kampfbeginn. Gohan! So, noch einer. Geschafft. So, was haben wir denn hier? Feldspatschwert. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal einmal gehabt. Heilmitteltrank. Und ein Nomin. Und das ist Poison. So, dann gucke ich mal. Ja, erstmal ihn wegen dem Schwert. Er hat es auch gerade ausgerüstet. Aber das, was wir haben, ist besser. So, na dann. Liste umschalten. Nein. Fertigkeitsblatt, das wollte ich doch. Wo ist Poison? Hier ist Poison.
Halt, das war zu weit. Kann das irgendwer gebrauchen? Ja, ihr könnt es geben, dann hat sie hier einen Dreier noch. Er hätte zwei Zweier, er gar nichts. Ja, dann gebe ich das Rose. Rose. Auf ihrem Deutsch wäre noch Platz und Vergiftigungsfähigkeit auf einem Deutsch macht ja auch Sinn. Okay, na dann Rose. Aber bringt scheinbar nichts. Schade, ich hatte gehofft, senkrecht wäre drei genug. Gut, dann schnell zurück und ins nächste Gebiet rein. Bin ich ja echt richtig gut gelaufen. So mag es ja, die Sackgassen zuerst und dann ins richtige Gebiet, dass man dann nicht nochmal zurück muss. Und so gesehen sammelt man ja dann auch vor den Bosskämpfen schon alle wichtigen Items ein. So, dann muss ich jetzt wahrscheinlich unten lang. Und das leuchtet auch gelb, also ist hier dann das Erdelement dran. So, erstmal in die Sackgasse gucken. Aha, da ist noch Kraut. Ich wollte gerade sagen, 100 pro kommen nur noch Gegner hinterher. Und verschwunden. Es geht manchmal richtig schnell. Eine Kiste. Himbeermus. Musso Chocolate. So, ich denke mal, unten rechts ist dann irgendwie ein Kampf. Ist das hier was? Yeah, ist eine Fundstätte. So, hier kann ich durch. Da sind bestimmt noch ein paar Kisten versteckt. Oh, eine strange Tür. 7200 Gold. Ist hier doch der Bosskampf? Oder ist hier die Schatzkammer nach dem Bosskampf? Kein Schlüssel. Dann muss ich doch erst zum Boss. El Bosso. El Bosso Monstrico. Da haben wir wieder was zum kaputt machen. Das ist gelb. Nein. Ach, blau sollte das sein. Ringsrum war es zwar blau, aber in der Mitte war es halt gelb. Deswegen dachte ich, es ist auch gelb. So, na dann auf das letzte. Wo waren wir jetzt eigentlich? Oben immer sortiert, das aktuellste, okay. Ach nee, doch nicht. Das ist von heute. Und das vom letzten Mal. 12 Minuten, okay, dann mache ich den Kampf noch mit. Ist die gleiche Tür, aber nicht ganz so versiegelt. Da waren nur zwei Punkte jetzt drin. Und die sehen normal aus. Das sieht ja lustig aus, das Monster. Klebriges Zeug. 10.500 Gold und natürlich eine, die ich nicht öffnen kann. Doofauge, was ist denn das für ein Name?
Hat auch nur 17.000 Leben. Es kann mit vielen Lasern schießen und seraphische Arts abfeuern. Sei auf alle Arten von Angriffen gefasst. Es ist leicht zu treffen. Wir sollten unsere Angriffe koordinieren, damit es keine Chance hat, zurückzuschlagen, wenn wir verwundbar sind. So, dann schleiche ich mich mal nach hinten. Der Laser hat viel Schaden gemacht. Naja, wirklich Schaden hat das jetzt eigentlich nicht gemacht. So, warte, falsche Taste. Na toll. Oh, hat ordentlich Schaden gemacht. Wenn man mal direkt getroffen wird. Na toll, wo ich gerade meine Dingsattacke ausführen wollte. Warum sterbe ich eigentlich immer kurz vor, bevor ich den Boss besiege? Das ist aber jedes Mal so. Lol. Ich hab mich null getroffen. Nein. Gut, dann mach ich hier erst noch einen kleinen Cut. Wir sind eh über der Zeit.